Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung. Ich bin Martin Stankiewicz von der Bischöflichen Akademie. Mein Kollege und Kooperationspartner wird sich gleich selber nochmal vorstellen. Ich sage mal kurz zwei Sätze zur Genese. Wir hatten eigentlich diese Veranstaltung schon mal vor einem Jahr geplant. Inhaltlich ist sie nach wie vor hochbrisant und wichtig für uns und unsere Zukunft. Eigentlich war sie geplant im Rahmen der Karlspreisverleihung 2020. Da haben wir gesagt, es ist ein gutes, passendes Europathema in diesem Kontext auch hier anzubieten. Dann waren wir so optimistisch und haben gesagt, ach, das verschieben wir mal dann auf 21. Aber uns hat die Realität dann eingeholt und wir zumindest hier in der Akademie haben nicht mit so einem langen Fortbestand der Pandemie gedacht und gerechnet und haben anders geplant. Jetzt haben wir uns dieses Jahr entschieden, es aber dann wenigstens digital durchzuführen und freuen uns auch, Herrn Giegold zu Gast zu haben. Eva Unkels wird heute die Moderation machen. Und ich gebe dann jetzt auch nochmal an Winfried Brömmel, meinem Kollegen von Europe Direct. Ja, vielen Dank, Martin. In der Tat, Winfried Brömmel, mein Name. Ich leite das Europe Direct Informationsbüro. In Aachen sitzen wir im Grashaus und sind schon seit 2005 aktiv und machen sehr viele Veranstaltungen zum Thema Europa und Europapolitik. Von daher freuen wir uns, dass wir jetzt zusammenarbeiten mit der Bischöflichen Akademie und diese Veranstaltung heute haben. Es haben sich auch sehr viele Leute angemeldet. Die ganze Anmeldung ging über uns. Deswegen haben Sie auch von Europe Direct E-Mails bekommen. Und Sie können gerne auch weiter sich informieren, was wir noch im Bereich Europa auch anbieten. Die Moderation des Abends hat, wie schon angekündigt, Eva Onkels. Und ich schlage vor, dass Eva Onkels dann auch übernimmt. Und ich habe noch eine Folie, die kann ich jetzt auch schon kurz erläutern. Das ist Ganze hier auch, das ist interaktiv. Das heißt, Sie können über das sogenannte F&A, Frage und Antwort, können Sie Fragen eintippen. Und die Moderation, Eva Onkels, wird das dann aufgreifen. Und wir haben das F&A, die Funktion, dieses Tool, finden Sie am unteren Bildschirmrand. Da können Sie dann draufklicken. Und dort können Sie Ihre Frage eintippen und Frau Onkels wird das dann aufgreifen. Gut, dann übergebe ich jetzt an Eva Onkels. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Danke an Winfried Brömmel und Martin Stankiewicz für die Vorstellung. Mein Name ist Eva Johanna Onkels. Ich bin ausgebildete Journalistin und ich werde heute Abend die Moderation hier übernehmen. Ich freue mich sehr, wenn Sie mir Anfragen schicken, die an den Herrn Giegold gestellt werden sollen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir sehr viele sind, bitte ich schon im Vorfeld darum, dass es sein kann, dass wir manche Fragen vielleicht nicht in der Ausführlichkeit beantworten können, wie es notwendig wäre. Und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Fragen bei uns eintreffen, auch wenn es dann etwas dauern kann, bis wir alle oder die wir beantworten können. Also werden Sie nicht ungeduldig, wir sehen alles, was Sie uns hier schicken. Und ich würde direkt dann gerne starten wollen und fällt bitte Herrn Giegold, sich einmal vorzustellen und vielleicht auch direkt in den thematischen Teil dieses Abends zu starten. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Freut mich sehr auf die Einladung. Ich weiß nicht, soll ich direkt mit meinem Input starten oder mich zunächst nur vorstellen, Frau Onkels? Ich verstehe Sie so, ich soll direkt loslegen, ja? Sagen Sie ruhig erst zwei, drei Wörtchen zu Ja, sich selber ja. und dann legen Sie direkt los. Da starte ich nicht, gehe ich nicht noch mal rein. Das wollte ich wissen. So, ja, gut. Also ich bin jetzt seit erschreckenden 12 Jahren bereits Mitglied des Europäischen Parlaments und war jetzt bei der letzten Europawahl, wo ja Europe Direct und viele andere auch sicherlich im Umfeld geholfen haben, Aufmerksamkeit zu schaffen. Leise. Nein, hören Sie mich gut? Ja, hier sind verwirrende Chatnachrichten. Ich war dort Spitzenkandidat zusammen mit Ska Keller in Deutschland für die Wahlen. Und die Frage hier ist ja auch, was hat sich eigentlich seitdem geändert? Und wie blicken wir jetzt auf das, was seitdem passiert ist? Und da muss man erstmal vielleicht noch eins vorab, genau, ich sollte mich ja vorstellen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und war gut 10 Jahre lang,
sehr aktiv in der Frage der Regulierung der Finanzmärkte, der Regulierung von Steueroasen, zu einer Zeit, als das noch niemanden interessiert hat. Und ich habe ATTAC Deutschland mitgegründet, international das Netzwerk Steuergerechtigkeit mitgegründet. Und dann kam die globale Finanzkrise und dann haben mich die Grünen NRW gerufen, ob ich nicht für sie ins Europaparlament will. Und so begann das eigentlich. Also und in meiner Heimatstadt habe ich auch mal Ökologisches Zentrum mitgegründet mit 80 Arbeitsplätzen, die da entstanden sind in ökologisch und sozial orientierten Dienstleistungen und Gewerbe. Also ich habe ein bisschen was vor der Politik auch schon gemacht. Ja, aber erstmal ganz kurz, was ist eigentlich passiert durch diese Europawahlen? Und die Europawahl war ja die erste europäische Klimawahl. Das kann man schon so sagen. Europaweit war der Klimaschutz Top-1-Thema. Das war das, was die Bürgerinnen und Bürger umgetrieben hat. Das war natürlich nicht der Erfolg von uns Grünen vor allem oder alleine, schon gar nicht, sondern das war vor allem ein Ergebnis von Fridays for Future, den Protesten vor allem junger Leute überall auf der Welt, aber auch ganz besonders in Europa. Und es war auch das Ergebnis des Gefühls, dass der Klimawandel bei uns schneller ankommt, als es viele geglaubt haben. Also die Dürresommer, die sterbenden Bäume, die vertrocknende Situation vieler Gärten und in der Landwirtschaft, genauso wie auch die Erfahrung, dass Arten sowohl bei Insekten und Vögeln hier bei uns auftauchen, die hier vorher nicht lebten, umgekehrt viele Arten hier nicht mehr leben können und wir durch die Art, wie wir Landwirtschaft machen, auch einen Schwund der Biodiversität erzeugt haben, den wir vorher nicht hatten. Und all das hat uns zu einem Wahlsieg gespült. Und dann war eigentlich diese Europawahl etwas wirklich Besonderes, weil man da sehen konnte, dass der alte Sponti-Spruch, Wahlen ändern nichts, sonst wären sie ja verboten, dass dieser Sponti-Spruch überhaupt nicht stimmt. Denn nach der Europawahl änderte die EU ihre Leitstrategie und machte den Green Deal zu ihrer Leitstrategie. Und das heißt, es wurde Ursula von der Leyen versprach als neue Kommissionspräsidentin und wurde mit diesem Mandat gewählt, dass sie eine umfassende Klimaschutzpolitik in den Mittelpunkt ihrer Wahl und ihres Programms stellen wird. Und das führte dann dazu, dass sie ankündigte, das europäische Klimaschutzziel auf 55% zu erhöhen gegenüber 1990 bis 2030, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen und auch versprach sie, dass das eben nicht nur eine ökologische Strategie ist, sondern gleichzeitig eine ökonomische Strategie, die versucht, einen Innovationsprozess in der Wirtschaft und in Gesellschaft anzuleiern, der eben auf Dauer Wettbewerbsfähigkeit und Innovation bringt. Und das Ganze verbunden mit dem Versprechen von sozialer Absicherung und sozialem Ausgleich. Als dann dieses Programm skizziert war, und auch im Europaparlament begrüßt und sogar noch verschärft wurde, kam die Corona-Krise. Und das veränderte noch mal einiges. Viele dachten, jetzt ist es vorbei mit dem Klimafrühling. Aber das war nicht so, sondern die Maßnahmen, die jetzt europaweit getroffen wurden, um zumindest wirtschaftlich der Corona-Krise entgegenzutreten, wurden verknüpft mit dem Green Deal. Das ist das Stichwort Wiederaufbauprogramm. Also mit dem Wiederaufbauprogramm wird, jetzt hat ja auch das Bundesverfassungsgericht seine Bedenken zurückgestellt, vermutlich ab der zweiten Jahreshälfte in großem Umfang europaweit investiert und mit dem größten Investitionsprogramm, was Europa bisher gemacht hat und davon wiederum 37%, da reden wir also über deutlich über 250 Milliarden Euro, werden investiert in den Klimaumbau unserer Wirtschaft und gleichzeitig in den Neustart der Wirtschaft, wo sie halt da niederliegt. Und das Ganze verknüpft mit der Einführung ökologischer Steuern. Also der Green Deal ist nicht vergessen worden. Aber man muss gleichzeitig sagen,
dass die mit dem Wegfall der Proteste von Fridays for Future, die ja zwar immer noch da sind, aber weniger machen können, weil Demonstrationen ja nur sehr eingeschränkt möglich sind, damit ist auch der Druck aus dem Kessel genommen worden. Und man sieht auch, dass das seine ersten negativen Folgen hat. Ich will das an drei aktuellen Beispielen kurz aufzeigen. Zum einen hat leider schon von Beginn an die neue EU-Kommission gesagt, gut, wir machen zwar Klimaschutz und das machen wir umfassend und neu, aber die gemeinsame Agrarpolitik, da gehen wir nicht mehr grundlegend dran, weil das kam noch aus der letzten Kommission und wir ziehen den bestehenden Vorschlag nicht zurück, sondern bleiben bei einer sehr milden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Und so ist es jetzt auch gekommen. Die ist noch nicht ganz beschlossen, aber fast. Und man kann sagen, dass leider der größte Ausgabenposten der EU in Form dieser unseligen Agrarpolitik, wo eben große Mengen an Geld jedes Jahr, also wir reden da eben auch über ein insgesamt über etwa 36% des EU-Budgets jedes Jahr. Das wird eben ausgezahlt in den Agrarsektor und im größten Teil ohne besondere Tierschutz-, soziale oder Klima- und Umweltauflagen. Es gilt der normale gesetzliche Minimalstandard als ausreichend. Und diese Agrarzahlungen sind einer der Gründe, warum unsere Biodiversität so schrumpft. Das wurde nicht geändert. Da zeigte sich, dass die Kraft nicht da war, weder der Mehrheit im Parlament, muss ich sagen, noch der EU-Kommission zu sagen, wir bauen diese Agrarförderung jetzt auf den Green Deal um. Und das Zweite, was wir erlebt haben, ist ebenso, das ist übrigens heute gerade von der Kommission beschlossen worden, die Pläne, nachhaltige Finanzmärkte aufzubauen, dadurch, dass man ein grünes Label entwickelt durch die EU, nachhaltige Finanzprodukte. Dort sind die Kriterien jetzt dabei, so verwässert zu werden, dass, wenn das so weitergeht, auch Atomenergie als nachhaltiges Finanzprodukt, Investitionen in Atomenergie als nachhaltiges Finanzprodukt gelabelt werden kann. Das ist ziemlich unglaublich und würde die Anstrengungen vieler Finanzinstitute ein grünes Segment von Investitionsprodukten und Finanzanlageprodukten zu erzeugen, würde das kaputt machen. Das ist gerade heute leider von der Kommission beschlossen worden. Hier hat sich insbesondere Frankreich durchgesetzt, das unbedingt will, dass auch Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün gelabelt werden dürfen. Das widerspricht auch den Einschätzungen der Expertengruppe der EU, die das alles ausgearbeitet hat, die gesagt hat, das ist nicht grün, weil das Atommüllproblem ist eben nach wie vor völlig ungelöst. Und in Aachen muss man da, glaube ich, wenig zu sagen. Das ist ja unsere atomenergiekritischste Stadt Deutschlands, würde ich mal sagen. Ja. Aber das ist sehr bitter. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann wird aus diesem Aufbruch für nachhaltige Finanzmärkte es große Probleme geben. Aber das Kernversprechen des Green Deals war, die Klimaschutzanstrengungen zu verschärfen. Was ist daraus seitdem geworden? Es gibt einen jetzt dezidierten Maßnahmenplan, wo jetzt die Kommission in den nächsten Monaten sehr viele Gesetze vorlegen wird, wie in den verschiedenen Sektoren wir mit dem Klimaschutz schneller vorankommen sollen. Da sage ich gleich noch ein paar Worte zu, aber der Rahmen dafür ist das sogenannte Europäische Klimagesetz. Und das ist gerade letzte Nacht, also genauer gesagt heute früh um 5 Uhr morgens, große Entscheidungen werden in Brüssel in der Regel nachts getroffen. Warum das eigentlich so ist, ist ein Thema für sich. Aber heute früh um 5 haben sich die VerhandlerInnen von Kommission, Rat der Mitgliedsländer und Parlament geeinigt. Und nach diesem Rahmengesetz sollte eigentlich eine Treibhausgasminderung bis 2030 von -55% gegenüber 1990 festgelegt werden. Das Parlament wollte -60%, die EU-Kommission wollte -55% und der Rat wollte nur 52,8%. Und leider Gottes ist es eben so, dass jetzt
das Parlament eingeknickt ist und die Ratsposition von 52,8 beschlossen worden ist. Das ist sehr enttäuschend, weil das nämlich bedeutet, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht bereit ist, den Klimaschutz so weit anzuschärfen. Dazu muss man sagen, dass die Klimawissenschaft sagt, die minus 60 des Parlaments sind der untere Rand, um noch die Pariser Klimaziele, also unseren europäischen Beitrag zu den Pariser Klimazielen einzulösen. Mit minus 55 ist das schon nicht mehr gegeben und mit minus 52,8 schon gar nicht. Jetzt wundern sich vielleicht, wenn Sie in der Presse hören, dann ist da öfter von minus 56 die Rede. Das ist aber falsch gerechnet, weil die dort einfach bestimmte Treibhausgassenken eingerechnet haben, die aber sehr unrealistisch sind und eigentlich mit dem normalen Klimaschutz auch gar nichts zu tun haben. Da können wir gerne im Detail noch drüber reden. Jedenfalls ist das Ergebnis, dass die Klimaschutzambition zwar verschärft worden ist durch die Europawahl, aber eben die Ambition, die wir mal hatten, minus 55 mindestens, das Parlament wollte minus 60, jetzt abgemildert wurde. Und da war es eben so, dass die Christdemokraten waren sowieso nicht für diese Verschärfung und jetzt eben Sozialdemokraten und Liberale eingeschwenkt sind auf die Position des Rates. Deshalb haben wir als Grüne jetzt auch begonnen mit einer Kampagne Rettet den Green Deal, weil eben die große Frage ist, was passiert als nächstes? Denn diese Treibhausgasminderungsgesetze sind im Grunde erstmal nur Zielvereinbarungen. Die entscheidende Frage ist, was passiert in den einzelnen Sektoren? Was passiert beim Emissionshandel, mit den Kraftwerken? Was passiert mit den Autos? Was passiert mit Gebäuden? Was machen wir im Bereich Flugverkehr? Wie wird der Außenhandel gestaltet? Was passiert mit der Bauwirtschaft und der Chemieindustrie? Das sind die großen Sektoren, über die wir reden. Und die Gesetze, die Europa machen wird, um die Treibhausgasambitionen zu erreichen, die werden jetzt erst im Sommer und dann danach nach und nach ausgerollt. Und die große Frage ist, wer setzt sich da durch? Und was wir jetzt gelernt haben in den letzten Monaten ist, man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass wenn einmal der Green Deal beschlossen ist, dass dann die Ambition auch durchgehalten wird. Wir haben leider auch die Erfahrung gemacht, dass die deutsche Bundesregierung uns da bei den einzelnen Gesetzen jeweils nicht wirklich geholfen hat. Sie war vor allem auch gespalten, also die sozialdemokratische Seite war deutlich offener als die christdemokratische, aber im Ergebnis wurde dort nicht gekämpft und die Bundesregierung hat halt im Rat jeweils eher zurückhaltende Positionen eingenommen und zu befürchten ist, dass das auch so weitergeht, weil eben gerade da sensible Sektoren, Stichwort der deutsche Diesel- und Verbrennungsmotor und Automobilwirtschaft auf dem Spiel steht. Dabei ist es geradezu umgekehrt. Wir haben jetzt auch bei den Finanzmarktfragen, die ich vorhin erklärt habe, immer wieder erlebt, dass die Wirtschaft eigentlich weiter ist als viele der Regierung. Also sehr, sehr viele Unternehmen, die wissen ganz genau, entweder machen wir den Klimaschutz in Europa schneller als andere oder wir werden hinterher Wettbewerbsnachteile damit allein. Und nur leider die großen Lobbyverbände, die orientieren sich immer eher an den schwächsten Mitgliedern, an den am wenigsten innovativen. Aber umgekehrt haben wir immer mehr wirtschaftliche Stimmen, die wollen entschiedenen Klimaschutz, genauso natürlich wie nach wie vor Fridays for Future, die Umweltverbände und so weiter. Also die sind eigentlich häufiger, immer häufiger unsere BündnispartnerInnen. Aber wir erleben eben, dass die Mitgliedstaaten enorme Angst haben vor diesen Wandelsprozessen. Und das zeigt, glaube ich, auch eins, dass man sehr, und damit will ich dann auch schließen, sehr aufpassen muss, dass dieser Prozess des Klimaschutzes, dass der gleichzeitig sozial gerecht abläuft. Wenn der nicht sozial gerecht abläuft, dann erntet man damit Widerstände von denen, die das Gefühl haben, dass sie darunter schwer zu leiden haben. Und das kann man auch nachvollziehen. Also wenn man eben als Pendlerin oder Pendler auf dem Land sitzt, in einem schlecht gedämmten Haus und die Preise für CO2 werden jetzt erhöht im Rahmen des Green Deals, dann trifft das eben Menschen, die es eh nicht häufig nicht dicke haben. Und für die braucht es Sicherheiten, sowohl, dass es ihre Jobs weitergibt oder entsprechende Jobs weitergibt, als auch sozialen Ausgleich.
Deshalb ist auch unser Vorschlag als Grüne, dass man die zusätzlichen Einnahmen aus höherer CO2-Besteuerung, dass man die nimmt und damit ein Pro-Kopf-Geld auszahlt, ein sogenanntes Energiegeld. Und dadurch, dass das pro Kopf ausgezahlt wird, profitieren davon Menschen mit kleinem Geldbeutel mehr als mit dickem Geldbeutel. Ich glaube, solche sozialen Ausgleichsmechanismen sind entscheidend, damit Menschen Klimaschutz nicht als einen Faktor zusätzlicher sozialer Ungleichheit empfinden, sondern wirklich auch sagen können, okay, wir sehen, das Ganze ist ein, bedeutet Veränderung, aber es hat eben auch große Chancen wirtschaftlich und sozial ist es gerecht gestaltet. Und nur dann werden wir das hinbekommen, dass wir schneller umstellen auf emissionsneutrale Mobilität, dass wir die Gebäude schneller dämmen und dafür sorgen, dass nachwachsende Rohstoffe vermehrt zum Einsatz kommen, Gebäude selber zum Speicher werden, wir die Energiewirtschaft, die Chemiewirtschaft entwickeln, auf der Basis nachwachsender Rohstoffe und weg vom Öl als primäre Ressource und im Bereich der Landwirtschaft eben umsteuern auf eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft, die weniger CO2 emittiert. Also ich glaube, da ist eine riesige Chance drin, aber es setzt eben voraus, dass wir jetzt in den nächsten zwei Jahren in Europa bei der Gesetzgebung die einseitigen Lobbys eben nicht die Feder führen lassen. Die letzten Monate waren diesbezüglich Warnsignale und ich hoffe, wie auch bisher, auf die Unterstützung gerade auch der Kirchen. Ich freue mich deshalb auch, dass das Bistum hier an Bord ist und alle zusammen retten wir hoffentlich den Green Deal, den wir bei der Europawahl bekommen haben. Danke. Ja, vielen Dank schon einmal für den sehr umfangreichen Vortrag. Wir haben auch eine ganze Reihe von Fragen schon bekommen. Ich würde jetzt gerne mit einer starten, die uns ein anonymer Mithörer geschickt hat. Der fragt, in welchen EU-Ländern konkret gibt es denn außerhalb Deutschlands starke Klimabewegungen? Also ist das so ein deutsches Phänomen mit Fridays for Future? Wie sieht das in anderen europäischen Ländern aus? Und insbesondere fragt unser Zuschauer nach Osteuropa. Ja, also das ist auf jeden Fall, gibt es ein Ost-West-Gefälle bei dem Thema. Das ist schon richtig beobachtet. Aber man kann es vielleicht mal so sagen. Generell ist die Zivilgesellschaft in Osteuropa nicht genauso stark. Und die Zivilgesellschaft, die es gibt, hat häufig ein anderes Top-Thema. Also man kann das ja sehen in den letzten Jahren, wie vielen sogenannten osteuropäischen oder zentraleuropäischen Ländern wir große Bürgerinnen und Bürgerbewegungen gesehen haben. Die haben sich aber ganz oft mit Fragen nach Korruption und Rechtsstaatlichkeit beschäftigt. Also wenn man mal guckt, diese riesigen Proteste in der Slowakei, in Bulgarien, in Rumänien, in Polen auch die großen Proteste gegen Babiš in Tschechien und es wären mehr Länder anzuführen, die zeigen, es gibt sehr wohl eine wache Zivilgesellschaft, aber die sind eben ganz stark damit beschäftigt, dass sie den Eindruck haben, sie werden von einer politischen Elite regiert, die gerne auch Geld in die eigenen Taschen steckt, es mit der Unabhängigkeit der Medien, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht so genau nimmt. Oder, wie wir es in Polen erleben, eben mit grundlegenden Werten bricht. Also gerade in Polen die Einschränkung von Frauenrechten ist ein riesiges Thema, die Unabhängigkeit der Justiz. Und natürlich haben wir auch gesehen, was Orbán in Ungarn gemacht hat. Und darauf richten sich dort die Bürgerinnen und Bürgerbewegungen. Aber Fridays for Future gab es auch in Osteuropa. Und dass sich die Sachen so langsam ändern, sieht man zum Beispiel daran, dass jetzt in Bulgarien bei den jüngsten Wahlen das erste Mal die Grüne Partei den Sprung ins Parlament geschafft hat. Und auch in Polen haben wir jetzt grüne Abgeordnete im Sejm. Also das geht langsam. Und darüber hinaus war Fridays for Future in Westeuropa,
sehr stark in vielen EU-Ländern. Also das Greta ist ja nun selber keine Urdeutsche, sondern Schwedin. Und wir haben eben auch gesehen, dass in Italien, in Frankreich, in Spanien, in den Benelux-Ländern sehr, sehr viele Leute auf den Straßen waren. Und in Deutschland war das schon sehr groß, aber es war in anderen Ländern eben auch sehr groß. Und nur das hat uns auch europaweit zu diesen Zugewinnen als Grüne getragen. Das war eben nicht nur, wir haben in Deutschland unser Ergebnis etwa verdoppelt bei der letzten Wahl und waren das erste Mal zweitstärkste Partei bundesweit. Aber wir haben das eben auch in anderen EU-Ländern gesehen. Vielen Dank. Ich würde daran direkt eine Frage anschließen, und zwar fragt Sebastian Seyer, ob die EU im Verhältnis zu Deutschland eher Bremser oder Treiber des Klimaschutzes ist. Tja, wer ist die EU, nicht? Also die EU ist ja häufig, also man kann mal generell sagen, ganz selten passiert in der EU etwas, was Deutschland wirklich nicht will. Und das ist auch Teil unseres Problems. Denn man braucht das Europaparlament, man braucht den Rat der Mitgliedsländer. Im Rat der Mitgliedsländer für eine Entscheidung braucht man eine qualifizierte Mehrheit. Und an der Spitze der EU steht eine deutsche CDU-Politikerin. Also da kann man sich schon mal so denken, dass das schwierig ist gegen Deutschland. Diese qualifizierte Mehrheit im Rat führt dazu, dass regelmäßig das Europaparlament, und zwar obwohl das Europaparlament eine Mehrheit rechts der Mitte hat, ist das Europaparlament schon seit sehr langer Zeit, seit bestimmt 20, 25 Jahren, immer ökologischer gewesen als die meisten Mitgliedstaaten und auch ökologischer als der Rat. Das ist auch der Grund, oder einer der Gründe, warum die Umweltverbände, warum wir Grünen so entschiedene Befürworter der EU als auch eines starken Europaparlaments sind. Also das Europaparlament hat immer wieder bewiesen, dass es mehr Distanz hat zu kurzfristig orientierten Sonderinteressen. Das glauben viele erstmal nicht, aber Mitgliedstaaten sind ganz oft die InteressensvertreterInnen der Unternehmen, die heute da sind. Und das Europaparlament hat etwas mehr Distanz. Daher ist es so, dass häufig anspruchsvolle Umweltgesetze gerade aus Europa gekommen sind. Es gilt übrigens auch beim Verbraucherschutz, während auf nationaler Ebene dann kurzfristig orientierte Wirtschaftsinteressen häufig mächtiger waren. Aber gegen Deutschland kriegt man eben in der EU wenig geregelt. Es wäre so wichtig, dass der Rat der Mitgliedsländer irgendwann mal eher eine Rolle spielt wie der Bundesrat in Deutschland, also nicht so eine zentrale Schlüsselrolle hat. Deshalb steht bei uns im Grundsatzprogramm auch die langfristige Vorstellung einer europäischen Republik. Also weg von so einem Zwitterwesen, wie wir es heute haben, wo Mitgliedstaaten irgendwie gleichzeitig faktisch so eine Art Regierung bilden im Europäischen Rat, sondern wirklich eine volle Demokratisierung der europäischen Institutionen. Und das würde dann auch möglich machen, dass einzelne Mitgliedsländer nicht mehr gleichermaßen dominierend sind und Deutschland in diesen Umweltfragen, da kommt es halt immer aufs Thema an. Also besonders heilige Kuh ist das Automobil, ja? Also der deutsche Diesel. Da hängen sehr viele Emotionen dran und da hängen auch Jobs dran. Dumm nur, dass das weltweit gesehen ganz klein Auslaufmodell ist. Also der Verbrennungsmotor ist einfach sehr ineffizient, er ist klimaschädlich und wird ersetzt werden durch klimaneutrale Formen von Mobilität. Und deshalb ist dieses kurzfristige Festhalten daran sehr dumm, weil es dazu führt, dass wir irgendwann die ganzen Autos von woanders her kaufen werden. Aber da haben wir ganz besonders negative Handschrift. Auch bei der Kohle, um mal ein heißes Thema in Ihrer Region anzusprechen, ist es ähnlich. Also, dass ein Land, das so wohlhabend ist wie Deutschland, allen Ernstes meint, bis 2038 Kohle zu verbrennen, das versteht im Europaparlament kein Mensch.
Also wir haben damit die spätesten Ausstiegsdaten, auch im Vergleich zu anderen Ländern, die ärmer sind. Und lediglich Polen will noch länger verbrennen. Und das versteht man nicht. In anderen Bereichen, muss man sagen, ist Deutschland im Umweltbereich eher mit bei den Fortschrittlichen. Das ist also immer ein bisschen vom Thema abhängig. Aber ich finde halt gerade ein Land, das vergleichsweise wohlhabend ist, ist in der Verpflichtung, auch in der moralischen Verpflichtung, mit dem Klimaschutz Treiber zu sein und nicht Bremser. An das Kohlethema anschließend würde ich gerne eine Frage von Helmut Spoh einbeziehen, der fragt, wie es sein kann, dass in Deutschland die Verfeuerung in Kohlekraftwerken beendet wird und in Ländern wie Polen weiterhin Kohle verfeuert und werden soll und sogar neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen drehen, weil das so, Sie haben das ja gerade schon gesagt, das sind so die beiden Schlusslichter in dieser Debatte. Ist das überhaupt ein valides Argument, würde ich gerne mal fragen. So sich da innerhalb der EU, dass Deutschland sagt, wir vergleichen uns mit Polen, wir vergleichen uns mit Italien, wir vergleichen uns mit Spanien und dann passiert im Endeffekt wenig. So. Ja gut, also Vergleiche sind erstmal zulässig, nicht? Es ist zwar nicht alles, was hinkt, ein Vergleich, aber man darf schon vergleichen. Und man kann erstmal sagen, Deutschland war mal ökologisch Vorreiter in Europa. Das war in den 80er Jahren. Und daraus sind sehr viele Jobs entstanden, übrigens auch in der Region Aachen, also die im Bereich Wasserwirtschaft, Abfallbehandlung, also diese klassische nachsorgende Umwelttechnik, da war Deutschland, hatte lange anspruchsvollere Regeln als der Rest der Welt. Und daraus kommt auch unser Selbstbild, wir sind irgendwie ökologisch so toll. Ja? Und der Rest der Welt, die wollen ja gar nicht und so weiter. Das ist ja so das Bild, was viele Deutsche im Kopf haben. Die Welt hat sich aber sehr geändert. Also gerade bei den größeren Umweltthemen sind wir nicht so führend. Also zum Beispiel sind wir Fleischproduktionsland Nummer eins in Europa, exportieren im großen Maße Massentierhaltungsfleisch. Wir haben hohen CO2-Verbrauch pro Kopf. Und viel mehr als viele unserer Nachbarn. Und das liegt eben gerade an der Braunkohle- und Steinkohlenutzung, vor allem auch an der Braunkohle. Und ist es wahr, ein anderes sehr schwieriges Land ist Polen. Polen muss man eigentlich zwei Sachen sagen. Polen ist sehr viel ärmer. Und auch in Polen hat sich die Debatte sehr geändert. Also Polen hat es inzwischen politisch eingesehen, dass es auch ein Ende haben wird mit der Kohle. Wenn man darauf verweist, dass da noch neue Kraftwerke gebaut werden, muss man vorsichtig sein, gerade wenn man nach Nordrhein-Westfalen guckt, was haben wir gerade in Datteln gemacht? Also Vorsicht, ne? Eis ist ganz dünn. Also auch in Deutschland wurden bis vor kurzem noch neue Kohlekraftwerke errichtet. Und das Argument in Polen ist natürlich das gleiche. Die neueren Kraftwerke sind effizienter als die alten. Aber das ist natürlich keine Lösung, weil wir müssen so schnell weg, um auf das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuschwenken. Da ist kein Raum mehr für falsche Brücken. Und von daher in Polen, um es hart zu sagen, wird es vermutlich so kommen. Im Rahmen des Green Deals wird der Emissionshandel reformiert. Dadurch wird der CO2-Preis pro Tonne, der auch in Polen gilt, wird steigen. Und das wird auch in Deutschland dazu führen, wie in Polen, dass die Kohlekraftwerke früher abgeschaltet werden. Weil sich die Kohlekraftwerke mit einem halbwegs marktgerechten CO2-Preis nicht rechnen. Und daher wird das viel schneller gehen. Es wird auch bei 2038 nicht bleiben. Bei uns. Wir bleiben mal bei dem Energiethema, weil was einige Zuschauer schon während ihres Vortrags angemerkt haben, war ein gewisser, ich nenne es mal Ärger über die Atomenergie und die Atomenergie als grüne Energie. Und da fragt uns ebenfalls ein anonymer Zuschauer, die EU ist ja weiterhin eine Atomgemeinschaft und verweist auf Euratom. Wie können wir diesen Abschnitt der Geschichte abschließen und die Nutzung von Atomkraft beenden? Ja, also erstmal ist das natürlich so. Euratom
Der Euratom-Vertrag ist Teil der europäischen Verträge. Man kann nicht Mitglied der EU sein und nicht den Euratom. Das ist juristisch unmöglich. Und Euratom ist natürlich ist antiquiert. Also wenn man das liest, das ist ja eine Konstruktion zur Förderung der zivilen Nutzung der Atomenergie. So, wollen wir natürlich nicht. Euratom könnte trotzdem weiter eine sinnvolle Rolle haben, nämlich europaweite Lösungen zu finden für den Atommüll und sich darum zu kümmern, dass die bestehenden Kraftwerke sicher abgeschaltet werden. Aber das tut Euratom nicht, sondern hat weiter die Förderung neuer Atomkraftwerke im Sinn. Man muss allerdings sagen, dass trotz dieser Verträge Atomkraft so unwirtschaftlich ist, dass unter halbwegs marktwirtschaftlichen Bedingungen kein neues Atomkraftwerk mehr gebaut wird. Also da kann man auch alle ein Stück beruhigen. Die Sache mit der Atomenergie hat sich einfach ökonomisch erledigt. Und die Länder, die daran festhalten, haben in aller Regel ein Interesse, auch auf Dauer Teil des atomaren Kreislaufes zu sein, auch weil sie das aus geopolitischen und Atomwaffengründen haben wollen. Natürlich wäre schön, wenn man den Euratom-Vertrag zumindest auf diese Abwicklung der Atomenergie zurückführen könnte. Und der Ort, darüber zu diskutieren, ist die Zukunftskonferenz zur Zukunft Europas. Also darüber wird ja auch über die Grundlagen der Zusammenarbeit geredet. Und diese Zukunftskonferenz hat jetzt begonnen. Das ist ja ein großer Bürgerdialogprozess, der dann dazu führen soll, dass Europa reformiert wird. Das wäre sehr erfreulich, wenn in dem Zusammenhang auch darauf geschaut würde. Aber ehrlich gesagt, unsere Hauptenergie sollten wir mit diesen angeblichen neuen Atomkraftwerken nicht mehr verschwenden, weil die gibt es überhaupt nicht, sondern worum es jetzt geht, ist, dass die Reste, dass die zügig abgeschaltet werden. Ich kann daher die Sorgen in Aachen sehr gut verstehen und habe auch selber da schon mit demonstriert und so. Es gibt wirklich intelligentere Techniken. Und vor allem, wenn wir die Erneuerbaren schneller ausbauen, dann passt das überhaupt nicht zur Atomenergie. Und das ist das auch die gute Nachricht, weil diese stärker fluktuierende Angebotsseite, die passt nicht zu diesen stabilen Grundlastkraftwerken wie Atomenergie. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich, dass die Atomenergie zumindest in marktwirtschaftlich orientierten Ländern wird sich relativ schnell erledigen. Mit oder ohne Euratom, was ich davon halte, habe ich ja gesagt, aber so. Und ein letzter Satz noch, weil das in dieser Frage durchklang. Die Mitgliedsländer sind aber natürlich trotzdem frei, festzulegen, wie ihr Energiemix aussieht. Also kein Land ist durch Euratom verpflichtet, Atomkraftwerke zu betreiben. Die meisten Staaten in Europa haben gar keine. Insofern die Entscheidung, auf 100% Erneuerbare zu gehen, wird dadurch nicht tangiert. Ärgerlich nur, dass man diese Institution mitbezahlen muss. Ja, ja, wunderbar. Ich würde gerne nochmal zurück zum Thema Bremsen gehen. Gerd Einsmann fragt, glauben die Bremserparteien in Deutschland im Bundestag, namentlich nennt er die CDU, die FDP, die SPD und die AfD, im Blick auf Klimaschutzmaßnahmen, dass sie mit dieser Politik bei der Bundestagswahl im September Stimmen gewinnen können? Oder ist eine Bundesregierung unter der Führung von Bündnis 90 die Grünen realistischer geworden? Das ist ja nett. Also gut. Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass alle Parteien innerlich plurale Gebilde sind. Also, dass da eine Partei insgesamt irgendwas denkt. Bei der AfD weiß ich nicht, ob da überhaupt jemand denkt, aber das lasse ich den Bürgerinnen und Bürgern mal, wie sie das sehen. Aber bei allen anderen würde ich unterstellen, dass da zumindest halbwegs komplex gedacht wird. Und sind die Unterschiede ja sehr groß. Also
Jetzt begebe ich mich auf ganz wackeliges Terrain, nicht? Ein bekannter Fast-Aachener, wie ich im Vorgespräch gelernt habe, hat es ja bisher mit dem Klimaschutz nicht so gehalten, Herr Laschet, ja? Ob das so schlau ist, um gegen Annalena Baerbock Punkte zu machen, das werden wir jetzt sehen. Ich vermute eher nicht. Also als großer Klimaschützer ist der gute Herr Laschet nicht aufgefallen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man, wenn man da wackelt, heutzutage gar keine Wahlen mehr gewinnen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie das Wahlprogramm aussehen wird. Das war ja schon interessant, dass Friedrich Merz, mit dem ich jetzt politisch eher weniger verbindet als mit Armin Laschet, dass der den Klimaschutz ja ganz stark gemacht hat in seiner Kandidatur. Auch Röttgen hat das gemacht. Die Union hat sich, warum auch immer und wenn auch nur knapp, für Armin Laschet entschieden. Und es kann schon sein, dass ihnen das noch ziemlich leid tun wird, weil das eine Menge Raum lässt. Gut, bei den Sozialdemokraten nehme ich das anders wahr. Die Sozialdemokraten sind im Bundestag nicht generell Bremser beim Klimaschutz, sondern ich habe die immer wieder auch bei Auseinandersetzungen so erlebt, dass sie innerhalb der Koalition schon für das Richtigere gestritten haben. Sie haben allerdings das nie zu einer koalitionswichtigen Frage gemacht. Also wenn es um die Grundrente ging oder den Mindestlohn, dann hat man Sozialdemokraten in dieser GroKo kämpfen sehen. Wenn es aber darum ging, dass in Brüssel Klimagesetze von der Bundesregierung geschwächt wurden, da habe ich diese Härte nicht gesehen. Das ist sehr bedauerlich. Und dafür steht für mich dann eben auch Olaf Scholz. Ob das jetzt wieder das Ergebnis von großen taktischen Überlegungen ist, das müssen Sie die fragen. Ja. Ein weiteres Themenspektrum, was hier auch häufiger aufgegriffen worden ist, ist dieser soziale Aspekt des Green Deals. Da fragt ein anonymer Zuschauer, können Sie erklären, warum der CO2-Zertifikatspreis in der EU seit Jahresbeginn so stark gestiegen ist? Und er fragt, ob das noch sozialverträglich ist und bei welcher Steigerungsrate das sozialverträglich ist. Ja, also der Preis ist ganz deutlich angestiegen und da wirken halt jetzt die Verknappungsmaßnahmen. Man muss ja sagen, der CO2-Preis ist ja ewig auf niedrigem Niveau 20 Euro die Tonne und weniger herumgedümpelt. Das hat überhaupt keine Lenkungswirkung. Man muss bedenken, wenn man die normale Besteuerung von Benzin anschaut, ja, also von normalem Benzin, was Sie kaufen, und das umrechnen würde auf einen CO2-Preis, dann ist der implizite CO2-Preis eher bei so 250 Euro die Tonne. Also die Besteuerung von normalem Benzin sind 250 Euro die Tonne. Das ist das Fünffache von dem, was derzeit der CO2-Preis ist an den Börsen. Und da sieht man, dass bisher dieser CO2-Preis nicht sehr viel Biss hat. Und er gilt ja auch nur für die Großindustrie und die Kraftwerke. Er gilt bisher weitgehend nicht für Mobilität und für die Gebäudeheizung. Und da gibt es eben auch keine Lenkungswirkung. So, deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, der CO2-Preis bisher macht an dem, was man täglich ausgibt, wenig aus. Wenn man ihn aber wirklich mit der notwendigen Lenkungswirkung versieht, also dann beginnt das schmerzhafter zu werden. Und deshalb ist es auch so nötig, dass man dann über die Umverteilung redet. Und Sie erinnern sich vielleicht, Deutschland hat ja einen CO2-Preis für Mobilität und Verkehr eingeführt, national. Und wir haben dann im Bundesrat als Grüne durchgesetzt, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Und das war für uns auch sehr wichtig. Sie erinnern sich an die große Debatte vielleicht, dass die Große Koalition den Einstiegspreis auf lächerlichen 10 Euro pro Tonne haben wollte. Wir konnten das dann auf 25 hochverhandeln, aber das war eben nur mit der Minderheit im Bundesrat. Aber das Entscheidende für uns dabei war eben, dass auch ein sozialer Ausgleich damit vereinbart wurde. So, da, und je höher man dann kommt, desto mehr spielt das eine Rolle. Das ist so.
Gerd Einsmann fragt, wie die Sozialverträglichkeit des Green Deal oder des ökologischen Wirtschaftswandels gestaltet werden kann. Also durch welche weiteren Maßnahmen das konkret zu gewährleisten ist, vielleicht mit einem Abstand zu dieser Ausgleichszahlung. Rede ich zu leise? Nein, mit welchen Maßnahmen? Ja, genau. Also ich glaube, das sind verschiedene Sachen natürlich. Und man muss das wirklich Sektor für Sektor anschauen. Aber ein zentraler Punkt ist natürlich, dass die, fangen wir mal mit dem Ausbau der Erneuerbaren an, diese niedrigeren Kosten des erneuerbaren Stroms, die wir heute haben. Also ich habe jetzt gerade hier eine Solaranlage installiert. Produktionskosten pro Kilowattstunde sind so rund 7 Cent. Und das heißt, da träumen ja alle von, wenn sie das aus dem Netz kaufen, zahlen sie eher knapp 30 Cent. Und daran können aber Mieterinnen und Mieter kaum partizipieren. Also das heißt, wir müssten zum Beispiel erstmal erreichen, dass diese niedrigen erneuerbaren Preise, dass die auch über Mieterstrommodelle auch Mieterinnen und Mietern zugänglich gemacht wird. Das wird derzeit systematisch behindert durch die deutsche Energiegesetzgebung. Und das werden wir angehen, wenn wir dazu die Gelegenheit bekommen ab Herbst. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich eine leistungsfähige Infrastruktur, die die Alternativen überhaupt zugänglich macht. Also wenn wir bessere ÖPNV-Systeme haben, dann ist man nicht mehr so sehr aufs private Auto und seine intensive Nutzung angewiesen. Dann hat vielleicht Carsharing noch ein größeres Potenzial als heute. Das Gleiche gilt auch für die Nutzung des Radverkehrs. Der Radverkehr ist nicht nur, macht Spaß und ist ökologisch. Und wir sind in Deutschland in manchen Städten da gut dabei. Also man schaue nach Münster oder Rosenheim und so weiter und so fort. Aber wie groß das Potenzial ist, da muss man nur mal in die Niederlande gucken. Da sind das nicht ein paar Städte, sondern es ist überall so. Und durch die Elektrofahrräder haben wir auch ganz neue Potenziale erschlossen. Und auch Gegenden, die hügelig sind, sind plötzlich für RadfahrerInnen attraktiv. Und insofern da den Radverkehr noch attraktiver zu machen als Alternative, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das kostet dann auch weniger Geld. Also man kann sich ökologisch verhalten und ist preiswerter unterwegs als anders. Und so geht das jetzt sozusagen Sektor für Sektor. Letzter Punkt ist, glaube ich, noch günstige Modelle der Gebäudedämmung. Ein ganz zentraler Punkt. Wenn man in einem ungedämmten Haus sitzt, ist es schwer mit dem Energiesparen. Das heißt, die Gebäude müssen systematisch und kostengünstig saniert werden. Das wird in den Niederlanden derzeit auch modellhaft gemacht, indem man da ganze Straßenzüge durchsaniert. Und während wir bei uns bisher in den Förderungsmodellen noch sehr stark im Privathaushalt saniert mit einem KfW-Antrag und dort mit Förderung sein einzelnes Gebäude. Also ich glaube, da können wir auch noch besser werden. Und da wir hier im katholischen Raum sind, will ich noch mal lobend sagen, was die Caritas macht, Energieberatung für Haushalte mit niedrigem Einkommen und denen zu helfen, mit weniger Energieverbrauch trotzdem gut zu leben, das ist wirklich, das spart den Leuten Geld und ist sozialverträglich. Ich finde diese Caritas-Projekte, finde ich wirklich großartig. Und so kommt eins zum anderen. Und ja, ich will eins noch sagen, alle, die, da hier so viele Fragen gibt, alle, die sich interessieren, was wir da im Europaparlament so treiben, können sehr gerne meinen Newsletter bestellen. Ich nutze jetzt hier diese Chat-Funktion, um Ihnen den Link zu schicken und freue mich, wenn Sie auf die Weise mit mir im Gespräch bleiben. Ich komme mal zu einer großen Grundsatzfrage. Uns fragt nämlich der Nils, was halten Sie davon, dass Wirtschaftswachstum weiterhin als Ziel der politischen Agenda verfolgt wird? Klammer auf, im Green New Deal zum Beispiel unter dem Punkt die EU als globaler Vorreiter oder in den SDGs und SDG 8, Decent Work and Economic Growth. Sehen Sie die Chance für eine echte Klimapolitik, die die Pariser Klimaziele erreicht und trotzdem an Wirtschaftswachstum in Industrienationen festhält? Also das ist, geht für mich schon sehr tief, aber es ist, denke ich, eine interessante und relevante Frage. Also meine Erfahrung ist, dass diese Frage echt viele Leute umtreibt.
Und man muss ja auch nur, ich bleibe weiter hier als Protestant im katholischen Raum, ja, wenn wir also, wenn wir Papst Franziskus, ja, Laudato Si lesen, da stellt er ja diese Frage, wozu ist Wirtschaften eigentlich da? Was sind die Leitbilder? Und ich muss sagen, mir hat das noch nie eingeleuchtet, dass die Höhe des in Geld gemessenen Menge an Gütern und Dienstleistungen, dass das ab dem Befriedigung der Grundbedürfnisse irgendein Ziel an sich ist. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also alle Studien dazu sagen, dass das auch nicht glücklich macht. Also ob Gesellschaften ein höheres materielles Reichtumsniveau haben oder ein niedrigeres, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, macht die Leute nicht glücklicher. Also die als Ziel der Politik, genau wie der Nils hieß er, ne? Wie Nils gefragt hat, in Industrieländern kann ich nicht verstehen. Umgekehrt gibt es allerdings in kritischeren zivilgesellschaftlichen, zum Teil auch kirchlichen Gruppen auch oft das Gegenteil. Die sagen, also wir sind gegen Wachstum, bloß kein Wachstum. Das verstehe ich ehrlich gesagt genauso wenig, weil Wachstum ist eben eigentlich kein relevantes Ziel ab einem bestimmten Niveau von Wohlfahrt, sondern es kann durchaus sein, dass der Green Deal, wenn er durchgesetzt wird, also wenn wir konsequenten Klimaschutz machen, wird erstmal ein riesiges Investitionsprogramm auslösen. Und vermutlich wird zunächst mal das Bruttoinlandsprodukt steigen. Wenn damit gleichzeitig die CO2-Emissionen fallen, dann ist ja gut. Nur langfristig glaube ich an unendliches exponentielles Wachstum. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass mit den Grenzen des Planeten unendliches Wachstum der Güter und Dienstleistungen denkbar ist. Und im Übrigen halte ich es auch für gar nicht für wünschenswert. Also dieses Rattenrennen nach immer mehr, das Trend geht zum Drittauto und so etwas, ich sehe da keinen Sinn drin. Also ich glaube auch, dass einen das nicht glücklicher macht. Irgendwann sagt man sich doch eher, ich arbeite lieber ein bisschen weniger und habe mehr Zeit für die Kids oder für meine alten Eltern und so weiter, als immer mehr anzuhäufen. Ich glaube, dass da auch Kirche eine wichtige Rolle hat, über solche Leitbildfragen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich sehe enormes Bedürfnis, sich dazu Fragen zu stellen. Also ich teile die Grundlinie von Nils, aber würde halt sagen, man darf es auch nicht ins Gegenteil verkehren, weil es geht darum, ob wir gut leben. Es geht darum, ob wir in den ökologischen Grenzen wirtschaften. Darüber muss man reden. Aber wie hoch das BIP ist, im Guten wie im Schlechten, ist mir wurscht. Worauf es ankommt, ist, dass wir nicht den Planeten übernutzen. Und wie viel Wachstum in diesem Rahmen möglich ist, in Geld gemessen, tja, Gott weiß es, ja, ich nicht. Ich würde gerne weiter anknüpfen an das Thema Industrie und Wirtschaft. Theo Redelstein fragt, von Seiten der Industrie und der Wirtschaft und auch aus SPD-CDU hört man häufig das Argument, dass der Energiebedarf zum Beispiel der Chemiewirtschaft oder der Schwerindustrie nicht aus regenerativen Quellen zu decken wäre. Wie ist hier zu Ihrer Einschätzung? Ja, und warum nicht? Also die globale Solareinstrahlung ist ist etwa 100 Mal größer als der gesamte Primärenergiebedarf der Menschheit. Wir müssen nur 1% der solaren Einstrahlung umnutzen. Und warum das nicht möglich sein soll, verstehe ich nicht. Das heißt, aus meiner Sicht ist das möglich. Und die ökologischen Grenzen sind an anderen Stellen, glaube ich, schwieriger. Die Energieversorgung des Fragers scheint mir eigentlich nicht das zentrale Problem zu sein. Da geht es um die Geschwindigkeit. Aber bei der Ressourcenbasis haben wir in etlichen Bereichen echte Probleme. Also wenn wir alle so viel Fleisch essen, wie wir Deutschen auf der Welt, dann bekommen wir Probleme mit den nutzbaren Ackerflächen für die Futtermittelproduktion. Und wir kriegen enorme Probleme mit der Biodiversität als Konsequenz dieser intensiven Landwirtschaft. Und wenn alle so viel Fisch essen wie die Reichen auf der Welt, dann sind die Meere leer. Und solche Art von Problemen, da gibt es
Da gibt es wirkliche Mengengrenzen, aber die Energieversorgung ist eine Frage, ob wir wirklich Solarenergie so intensiv nutzen wollen, wie wir es können, in allen ihren Formen. Da hat der Solarenergieförderverein aus Aachen schon ganz recht. Herr Gerd Einsmann fragt uns vor diesem Hintergrund, wie kann noch mehr... Frage der Gerd da heute. Ja. Hallo Gerd. Wie kann noch mehr Transparenz geschaffen werden im Hinblick auf die größere Einflussnahme von der Lobby von Wirtschaftsverbänden gegenüber der Lobby der Umweltschutzverbände? Ich lese das nochmal vor. Wie kann noch mehr Transparenz geschaffen werden im Hinblick auf die größere Einflussnahme der Lobby von Wirtschaftsverbänden gegenüber der Lobby der Umweltschutzverbände? Naja, also wir haben in Europa da ja große Fortschritte gemacht und wir sind lobbytransparenter als andere. Also Lobbytreffen im Rahmen der Gesetzgebung von Abgeordneten wie auch der Spitzen der Kommission sind transparent einsehbar. Ich habe da in den letzten Jahren eine große Kampagne geführt und kurz vor den Europawahlen haben wir das dann auch im Plenum gewonnen. Nachdem es enormen Widerstand gab, war das dann möglich. Aber im Bundestag und auch bei der Bundesregierung ist das nach wie vor nicht so. Also die Transparenz der Lobbytreffen soll auch jetzt nicht erfolgen nach all diesen Korruptionsskandalen. Also es gibt bisher keine Pläne der Bundesregierung, transparent zu machen, welche Interessensverbände in Ministerien oder im Parlament vorstellig geworden sind, beteiligt worden sind. Das finde ich falsch. Man muss sagen, in Nordrhein-Westfalen ist es auch nicht besser. Der Landtag NRW und die Landesregierung haben auch keine Lobbytransparenz. Könnte Herr Laschet mal auf den Weg bringen. Das fände ich ja sehr positiv. Und ich glaube, erstmal Transparenz ist das Erste. Ich finde allerdings auch, dass man überhaupt darüber reden muss, was Geld in der Politik darf. Und es geht nicht nur um Transparenz. Also zum Beispiel in Frankreich ist es einfach nicht erlaubt, dass irgendeine Interessensgruppe Parteien und Wahlkämpfe so finanzieren kann, wie das in Deutschland möglich ist. Wieso können einzelne Spenderinnen und Spender in Hunderttausenden Parteienfinanzierung machen? Wir sind da übrigens gar nicht anders. Also solange es keine gemeinsamen Regeln gibt, nehmen auch wir Grünen Parteispenden in hoher Höhe an. Allerdings treten wir dafür ein, dass die für alle gesetzlich stark begrenzt werden. Also wir brauchen Obergrenzen, was Geld in der Politik darf. Abgeordnetenbestechung ist inzwischen auch in Deutschland verboten, hat lange gedauert, inzwischen ist es das. Aber die Parteienfinanzierung durch Großspenden ist nach wie vor möglich. Das könnte man in Frankreich zum Beispiel lernen, dass das nicht normal ist. Und das letzte Thema, was ich noch sehr wichtig finde aus meiner persönlichen Erfahrung, ist die Seitenwechsel nach Ausscheiden aus der Politik, dass man genau in die Bereiche dann jobmäßig überwechselt, für die man vorher im öffentlichen Interesse verantwortlich war. Das sollten wir dringend strenger regulieren. Das gibt es in anderen Ländern auch. In Deutschland bisher nicht. Man muss sagen, auch in Europa nur für die Mitglieder der Kommission, nicht fürs Parlament. Also sogenannte Abkühlphasen vor dem Überwechseln vom öffentlichen Interesse in einen Lobbyjob. Das wäre aus meiner Sicht auch vertrauensbildend für die Bürgerinnen und Bürger gegenüber den demokratischen Institutionen. Ein weiteres Thema, was was eine große Rolle in der Klimadiskussion spielt, ist ja das Thema Verkehr. Und da fragt Andreas Balsch, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wie sehen Sie die Chancen für eine echte nachhaltige CO2-Gesetzgebung, Well to Wheel oder Cradle to Grave, im Verkehrssektor, der die Emissionen, den Rohstoffverbrauch und die Entsorgung der eingesetzten Energien mit einbezieht. Diese sind heute in separaten Sektoren geregelt und nicht wirklich gekoppelt. Das führt seiner Meinung nach zu Fehlentwicklungen und Nischenlösungen, die nicht komplett die Nachhaltigkeit im Fokus haben. Was ist da Ihre Sicht? Ja, ich verstehe das und ich sehe auch die Probleme, dass wenn man das nicht gemeinsam regelt, ist natürlich immer die Gefahr groß, dass man zu Scheinlösungen kommt, nicht? Also das ist, worauf wir hinaus will. Zum Beispiel gibt es Lösungen, die sind zwar CO2-mäßig super, erzeugen aber sehr viel Abfall, der nicht im Kreislauf geführt wird oder umgekehrt und sowas. Ja?
Gleichzeitig ist es so, dass in der realen Welt gibt es eben keinen idealen Planer. Also es gibt eben keinen, der im Elfenbeinturm sitzt und alles gleichzeitig ideal durchdenkt, sondern demokratische Politik braucht immer Einzelthemen, die man sich durchdenkt, worüber eine öffentliche Debatte geführt wird, und dann geht man zum nächsten Thema. Daher glaube ich, dass die Vorstellung, dass man am Reißbrett alle Fragen gleichzeitig angeht, dass das nicht funktioniert. Aber sondern wir werden immer Gesetze Segment für Segment auch machen, weil es sonst nicht handelbar ist. Aber es gibt eine Sache, die, glaube ich, bei den großen Fragen relevant ist. Wir haben ja diese riesige Debatte um die sogenannte Technologieneutralität. Ja, das ist ja eine Riesendiskussion. Also vor allem die FDP sagt das immer. Die Politik, da muss Technologie offen und neutral sein. Ja, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine falsche Vorstellung, weil das führt ja dazu, dass man nie eine Zukunftsvorstellung von einem Sektor entwickelt. Also, dass man eben nicht überlegt, Automobil, welche Rolle soll das noch spielen im Vergleich zu anderen Segmenten? Und dann, welche Infrastrukturen brauche ich für das Automobil der Zukunft? Sondern im Grunde ist die Vorstellung, ich habe dann ein Gesetz, so und so viel, so CO2 wird teurer und Ressourcen werden vielleicht teurer. Und dann guckt man, welche technologische Lösung sich entwickelt. Aber so kann man eben da solche Zielkonflikte nie durchdenken. Und wir Grünen sind schon der Meinung, dass es auch eine Industriepolitik braucht. Und was ich damit meine, ist, dass man für einzelne Sektoren überlegt, was sind eigentlich die Zukunftslösungen. Da muss man zwar immer eine Offenheit behalten, dass irgendwann vielleicht eine neue Technologie noch besser ist, aber man muss auch in den einzelnen Sektoren überlegen, was sind die Sachen mit den größten Chancen und muss die dann auch befördern. Und dann kann man solche Zielkonflikte angehen. Also ich sage mal ein Beispiel, wo ich jetzt gerade mit beschäftigt bin. Das Thema Automobil. Elektroautos sind aus vielen Gründen, sieht alles danach aus, dass das für die nächste Zeit der dominierende Antrieb für PKWs wird. Aber das Problem ist natürlich, woher kommen diese Batterien? Bisher werden die praktisch nicht recycelt. Und was Europa jetzt macht, ist, wir machen eine Reform der Batteriegesetzgebung, und diese Batteriegesetzgebung wird dann Recyclingpflichten einführen. Und somit dieses Problem, was daher kommt, dass wir im Wesentlichen CO2-Ausstoß regulieren und womöglich dann einen großen Abfallberg erzeugen, das dann wieder löst. Und so kommt man dann doch zu einer systemischeren Betrachtung. Aber ich will nur sagen, zum Beispiel beim Elektroauto ist der entscheidende Punkt, wir müssen Verpflichtungen machen, auch wenn sich das noch nicht betriebswirtschaftlich lohnt, dass die Batterien komplett recycelt werden. Und das bringt Europa jetzt auch mit der Reform der Batterierichtlinie voran. Und damit wird auch das größte Argument der Gegner der Elektromobilität, nämlich Kobalt und Lithium und die Rohstoffproduktion, wird das verschwinden. Und wir streiten auch für ein Lieferkettengesetz, was dafür sorgt, dass die Bedingungen menschenrechtlich und ökologisch bei der Produktion dieser Güter sich verbessern. Ja. Die Alternative, die man ja häufig beim Thema Elektroauto hört, ist ja Wasserstoff. Und da habe ich gleich mehrere Fragen zu. So fragt etwa Friedhelm Tappert. Viele Politiker reden vom grünen Wasserstoff. Hat dies unter dem Gesichtspunkt des schlechten Wirkungsgrades in der gesamten Umwandlungskette überhaupt seine Berechtigung? Und daran würde ich gerne die Frage anschließen, auch von Tobias Stone. Wie sehen Sie die Zukunft von Wasserstoff? Sind wir bei der Umstellung nicht auf Importe aus Ländern mit niedrigen Erzeugungskosten angewiesen? Wie sehen Sie den deutschen Energiemix der Zukunft? Ja, also ich muss erst mal sagen, ich bin Steuerexperte und kein Wasserstoffexperte. Mein Wissen dazu ist angelesen, ja, sage ich ganz offen. Und der Punkt ist einfach, aber das, was ich dazu weiß, ist, genau wie der erste Frager das schon gesagt hat, den Wasserstoff herzustellen, ist ziemlich ineffizient. Und ihn dann, wenn man ihn dann verbrennen würde, ist das auch wieder ziemlich ineffizient, die Motoren daran. Man kann das natürlich in der Brennstoffzelle nutzen. Alles, was wir darüber bisher wissen, ist, das ist vergleichsweise teuer und im Wirkungsgrad schlechter. Also
wenn ich eh schon Strom habe, weil ich den so leicht herstellen kann, Photovoltaik, Windenergie, und irgendwann größere Überschussmengen Strom habe, will ich dann nicht lieber nach Wegen suchen, wie ich möglichst viel davon speichern und direkt nutzen kann. Die Gutachten, die ich dazu kenne, sagen, der Umweg über die Wasserstoffspeicherung ist auf jeden Fall nicht überlegen, sondern eher unterlegen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man gegen die Herstellung von Wasserstoff ist, sondern immer dann, wenn man hohe Energiedichten braucht, hat das sehr wohl seinen Sinn. Also zum Beispiel bei LKWs mit der bisherigen Batterietechnik wird das mit der Elektromobilität nicht so einfach. Da kann Wasserstoff sein und die Brennstoffzelle ihren Sinn haben, auch wenn es teurer ist. Insofern ist grüner Wasserstoff eine Art Edeltechnik, während Elektromobilität ist der Normalzustand. Und und dann ist ja die nächste Frage, wäre es nicht anders, Wasserstoff in anderen Ländern zu produzieren und den dann, weil er leichter transportabel ist als Strom, den dann zu transportieren? Möglich, aber ich frage mich, ist denn nicht das Schöne an der Solarenergie, dass sie eben grundsätzlich überall zur Verfügung steht und mit der jetzigen Technik auch bei uns kostengünstig herstellbar ist? Also will man diese Abhängigkeit, die wir heute vom Öl haben, will man das wirklich ersetzen durch eine neue Abhängigkeit von grünem Wasserstoff? Ich bin gar nicht dagegen, dass ein bestimmter Anteil unseres Energiemixes dann aus importierten grünen Wasserstoff entsteht. Aber ich finde, wir sollten auch diese dezentrale Produktion von Energie fördern, und das geht auch kostengünstig. Und die Technik ist eben inzwischen so gut. Daher würde ich sagen, das ist ein Stück offen, wird auch davon abhängen, wie die Kostendegressionen weitergehen. Noch vor 15, 20 Jahren hätte niemand in Deutschland so niedrige Gestehungskosten für PV-Strom für möglich gehalten. Bei den großen Anlagen ist man jetzt ja eher so im Bereich 3-4 Cent. Also ob da der Import von grünem Wasserstoff perspektivisch wirklich gegen anstinken kann, die Zukunft ist offen. Aber ich würde sagen, alles entwickeln, die dezentralen Ausbau besonders und eben an intelligenten Speichern und Management der Nachfrage arbeiten, die dafür sorgt, dass es attraktiver wird, dadurch, dass man am Börsenstrom auch als kleiner Verbraucher dranhängt, den Strom zu verbrauchen, wenn er im Überschuss vorhanden ist, und sich eher zurückzuhalten, wenn der erneuerbare Strom knapp ist. Und ich glaube, sobald wir das machen, werden sich viele Menschen auch da ein Hobby draus machen, ihre Waschmaschine dann laufen zu lassen, wenn der Strom fast kostenlos ist, und es eher zu lassen, wenn es gerade Flaute ist und wenig Sonne. An die Frage schließt Jens Kriete an, der fragt: Auf dem Papier sieht das mit dem Elektroauto immer so schön aus. Die Bilanz am Ende des Jahres ist dann immer Ökostrom. Welches Kraftwerk muss aber real laufen, um die Batterien des Elektroautos zu laden, wenn der Autofahrer die Batterie des Autos laden möchte? Ich denke, da geht es so um die Frage, reicht denn überhaupt der erzeugte Strom, um die Gesamtnachfrage nach Mobilität zu decken? Also wenn wir jetzt alle ein E-Auto fahren würden. Ja, also die Einschätzung ist die, wie vorhin schon gesagt, selbst in unseren Breiten, die jetzt nicht optimal sind, weil wir weder ein so windreiches Land sind, wie das etwa Großbritannien ist, oder und auch nicht so sonnenverwöhnt wie andere Teile der Welt. Wir haben im Grunde in Europa und auch in Deutschland genügend eigenen Solarstrom. Und Solarstrom in all seinen Formen, Windenergie natürlich zählt da auch zu, und die Nutzung von Reststoff, Biomasse, wir haben genug Energiepotenzial. Es gibt die europaweiten Energiewende-Szenarien, die das auch durchrechnen, wie 100% Erneuerbare in Europa funktionieren könnte. Es spricht ja auch nichts dagegen, einen bestimmten Anteil zu importieren. Also es gibt grundsätzlich keine Knappheit, weil die Sonne ist uns allen ausreichend geschenkt. Und es wird immer wieder unterschätzt, wie wenig von dem wir eigentlich brauchen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, weniger als 1%
der solaren Einstrahlung ist, ist nötig für den Primärenergieverbrauch der Menschen. Und es ist, ich finde das so lustig, dass so viele Leute, die eher konservativ-liberal denken, jetzt plötzlich so technikskeptisch sind, wenn es um den Klimaschutz geht. Ich bin viel technikoptimistischer diesbezüglich, ohne jetzt Technik an sich vergöttern zu wollen, aber das ist schon irgendwie erstaunlich. Eine gute Frage stellt uns auch Burkhard Schlömer. Er fragt, das beschlossene EU-Klimagesetz soll ja ein CO2-Budget für Europa berechnen. Soll es auch ein nationales CO2-Budget geben? Was sind entscheidende Kriterien für das Budget? Einwohnerzahl, wirtschaftliche Stärke, historische Dimension, wer schon wie viel emittiert hat? Gibt es da irgendwie so eine Idee oder ist das tatsächlich europaweit? Also erstmal wurde das abgelehnt. Also jetzt kommt zwar ein CO2-Budget mit dem Klimagesetz, aber eben nicht national runtergebrochen. Und es wird noch ein großer Streit werden, ob es überhaupt noch nationale CO2-Minderungsziele geben wird. Bisher ist es so, wir haben ja bis 2020 das Ziel gehabt, bis 2030 bisher das Ziel gehabt, -40% CO2-Einsparung. Und jedes Land hatte dann seinen eigenen Beitrag. Für Deutschland war das -55%. Aber die Mitgliedstaaten wollen das gar nicht mehr. Die wollen nur noch europaweite Ziele. Und damit erledigt sich im Grunde auch diese Debatte, sondern die Überlegung der Mitgliedstaaten ist, dass für jeden Sektor Veränderungsprozesse eingeleitet werden. Also meinetwegen durch einen CO2-Preis wird die Kohle aus dem Markt gedrängt. Man macht europaweit Förderung der Erneuerbaren. Man macht europaweit Regeln für effizientere Autos und so weiter und so fort. Und das addiert sich dann auf zu diesen europaweiten Klimazielen. Und daraus folgt, dass es diese nationalen Zuweisungen dann gar nicht mehr gibt. Ob das so schlau ist, ist eine andere Frage, weil manche Entscheidungen sind ja sehr wohl national und auch kommunal beeinflusst. Denn ob jetzt zum Beispiel man den Radverkehr fördert, das kann ja europaweit gar nicht geregelt werden. Es gibt ganz viel Klimaschutz, der findet vor Ort statt. Und dafür gehen natürlich ein Stück die Anreize verloren, wenn die Ziele alle nur noch europäisch sind. Da habe ich auch direkt zwei passende Fragen zu. Einmal fragt Jochen Golpel von der Bürgerstiftung Aachen, wie kann in unserer Euregio gemeinsam im Klimaschutz gearbeitet werden? Und dem anschließend würde ich gerne eine Frage eines wieder anonymen Zuschauers, soll es im europäischen Grünen Deal und Next Generation EU Fördermittel auch für Privatpersonen oder Bürgerenergiegenossenschaften geben, die lokal autark erneuerbare Energien aufbauen? Weil das ja beides so in dem Bereich regionale und Regionalvertretungen und regionale Gesellschaften und Energiewende betrifft, habe ich mir gedacht, wir fassen das hier mal zusammen. Okay, also das Letztere, das kann man wirklich einfach beantworten, weil ich glaube, eigentlich braucht die BürgerInnen-Energie gar keine spezielle Förderung. Man darf sie nur nicht behindern. Und was wir machen ist, leider, und das fällt in den Geschäftsbereich von Herrn Altmaier, die Bürgerenergie ist systematisch ausgebremst worden. Ich habe das vorhin am MieterInnenstrom schon mal erklärt, aber wir haben auch das gleiche Problem bei kleineren Windprojekten. Europaweit ist eigentlich vorgeschrieben, nur dass man bei großen Windprojekten Ausschreibungsmodelle macht. In Deutschland hat man das ganz bewusst auch für die Kleinen gemacht, sodass es für die BürgerInnen-Energie, die nicht viel Kapital auf der Seite hat, viel schwerer geworden ist mit der Unsicherheit, gewinne ich bei der Ausschreibung, ja oder nein, da mitzumachen. Und genauso gibt es einige Irrungen und Wirrungen rund um das EEG, die dafür sorgen, dass es schwerer geworden ist, dezentral zu investieren. Also würden wir alle Schwierigkeiten da aus dem Wege räumen, hätten wir wieder eine deutlich größere Dynamik bei der dezentralen Energienutzung. Und insofern ist das aus meiner Sicht auch nicht so sinnvoll, da jetzt mit europäischem Fördergeld zu kommen. Was allerdings die Mitgliedstaaten machen können, ist, es gibt ja die Wirtschaftsförderung,
zum Beispiel durch EFRE, also den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, genauso auch im ländlichen Raum von der zweiten Säule der Agrarpolitik, Stichwort LIDA Plus und so etwas. Und solche Gelder können immer auch verwendet werden für ökologische Ziele und auch für die dezentrale Nutzung von erneuerbaren Energien. Aber die Entscheidung dazu liegt immer bei den Regionen. Es gibt zwar europaweit die Ziele, dass man dort ökologische Ziele berücksichtigen soll, ja, aber wie das genau gemacht wird, entscheidet sich immer in den operativen Programmen der Regionen. Also in Nordrhein-Westfalen wird das eben NRW-weit geregelt. Und es ist eine Entscheidung unserer Landesregierung, wie stark sie diese europäischen Fonds dieser jetzt kommenden Förderperiode nutzt, um damit auch solche Projekte voranzubringen. Was wir dagegen nicht brauchen, ist ein Sonderförderungsprojekt in dem Bereich, sondern wir haben aus guten Gründen diese Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten immer dezentral gehalten, dass dort entschieden wird, was damit gemacht wird. Aber da gehört das dann natürlich hinein. Die erste Frage war nach den Vorstellungen hier in der Euregio. Ich sehe hier TeilnehmerInnen unter der Gruppe hier, die das so viel besser wissen als ich. Ich finde es latent peinlich. Also wenn ich hier Gisela Nacken im Raum sehe, dann will ich mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Ich würde eigentlich der Moderation vorschlagen, Gisela Nacken direkt das Wort zu geben, weil mehr Kompetenz gibt es in solchen Fragen hier nicht. Man muss sich da ja nicht blamieren. Und insofern würde ich eigentlich Gisela gerne in das Gespräch hineinholen. Da müssen wir mal eben klären, inwiefern das möglich ist hier hinten in der Technik. Und ob sie überhaupt will. Genau. Dazu geschaltet jetzt haben wir sie. Hat sich schon jemand hochgeholt? Frau Nacken, selbstverständlich nur, wenn Sie möchten. Ja. Nee, bisher geht da kein Mikrofon an. Danke fürs Versuchen. Ansonsten lieben Gruß an Gisela Nacken. Und aber ich sage mal so. Wenn Frau Nacken noch etwas sagen möchte, kann sie sich ja jederzeit melden. Da spricht ja nichts gegen. Ja, ansonsten bei den grenzüberschreitenden Themen gibt es natürlich mehrere Sachen. Es sind ja auch schon Sachen passiert, nicht? Also zum Beispiel der grenzüberschreitende Radweg, der nachhaltigen Tourismus fördert, das ist natürlich schon mal ein Beispiel, was man auch mit ehemaligen entlang oder in der Nähe ehemaliger Grenzen tun kann. Ich finde, wir haben in NRW generell, und das gilt auch bei Ihnen in der Region, wir haben nach wie vor einen Mangel an gut ausgestattetem grenzüberschreitendem ÖPNV. Wir haben allein in NRW mehrere Bahnlinien, die wir reaktivieren könnten, die es sogar schon mal gab, grenzüberschreitend, die es nicht mehr gibt. Das sind Dinge, die kann man natürlich zusammen machen. Und da ergibt es auch total Sinn, das zusammen zu machen. Und ansonsten gibt es ja gerade in der Aachener Region eine ganz intensive Zusammenarbeit der Umweltgruppen, auch der Grünen über die Grenze hinweg. Das ist dort eigentlich, finde ich, vorbildlich. Aber bei der Infrastruktur, die ist eben allzu oft noch national und das wird eben auch noch dauern, bis wir da so weit sind, wie wir es wollen. Ja. Sabine Schnichels von der Stadt Herzogenrath fragt, welche Regierungen in der EU haben gute Gesetzgebungen und Rahmenbedingungen und schließt daran an, die Frage, ob sie das wissen, wo Klimaschutz bereits eine kommunale Pflichtaufgabe ist und nennt hier als Beispiel die Niederlande. Ja, also da würde ich mich nicht versteigen, alle 27 Länder, aber ich kann empfehlen, gerade dazu, sich bei ICLEI zu erkundigen. Ich werde da gleich mal den Link hier hineinposten. ICLEI ist der Zusammenschluss der Kommunen, die sich in dem Bereich engagieren. Und dort erfährt man gerade auch, was die Möglichkeiten und den Vergleich von
Aktivitäten auf kommunaler Ebene angeht, eigentlich alles viel besser, als Ihnen das jemand aus dem Europaparlament näher bringen kann. Moment bitte, ich poste das hier mal eben hin. Bitte schön. Vielen Dank. Karl Mertens fragt uns eine Frage, die uns schon häufiger begegnet ist, unter anderem bei der letzten Veranstaltung, die wir zum Thema Klima und Klimawandel und Green Deal hatten. Und aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass dies zum Beispiel in der Eifel ein ganz, ganz großes Ding ist. Herr Mertens fragt, die erneuerbaren Energien brauchen sehr viel Fläche. Sowohl Windkraft, Biogas als auch Solarenergie führen dazu, dass unsere Landschaft zur Industrie wird und die Biodiversität auf allen Ebenen eingeschränkt wird. Wie sollen der Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit dem Naturschutz vonstatten gehen? Naja, so pauschal würde ich das erstmal gar nicht sagen. Erstmal muss ich sagen, ich selber komme auch aus dem praktischen Naturschutz. Also mein Umweltengagement hat in der Schulzeit angefangen mit wirklich ganz praktischem Naturschutz. Und da ist bis heute mein Herz. Ja. Aber erstmal muss man sagen, Solarenergie ist im Wesentlichen, haben wir mit den Dachflächen und mit den Verkehrsflächen so viel Flächenpotenzial, da können wir sehr, sehr viel mitmachen. Und wenn wir Photovoltaik auch in die Fläche bringen, also auch in den landwirtschaftlich genutzten Teil, da gibt es total spannende Nutzungskonzepte der Kombination von Landwirtschaft mit Photovoltaik, die auch ökologisch deutlich attraktiver sind als normale intensive Wiesen und oder Ackernutzung. Also Naturschutz und Photovoltaik in der Fläche ist wirklich kein Widerspruch. Und natürlich hat alles seine Grenzen. Also man will nicht alles verspiegeln und man muss sich überlegen, wo plant man das? Man muss Vorrangflächen entsprechend ausweisen. Aber grundsätzlich ist das nicht zu befürchten. Gerade bei der Photovoltaik haben wir eigentlich so viele Flächen, die nicht genutzt sind, da ist das Problem weniger der Fall. Bei der Windenergie, das ist natürlich ein großes Thema, sorgt überall intensiv für Streit. Windenergie ist die Energieform, die nach wie vor am kostengünstigsten ist. Sie ergänzt sich auch sehr gut mit der Photovoltaik, weil Wind oft dann zur Verfügung steht, wenn es mit der Sonne nicht so gut ist. Daher brauchen wir auch den Windenergieausbau. Und da kommt es eben darauf an, dass das in einer vernünftigen Regionalplanung gemacht wird. Aber da haben wir in Nordrhein-Westfalen nach wie vor großen Ausbaumöglichkeiten. Die Landesregierung hat ja den Windausbau mutwillig behindert und wir könnten dort nach wie vor mehr tun. Und bei der Biomasse gebe ich dem Fragensteller recht. Also für die Biomasse gibt es ganz klar Grenzen. Der intensive Anbau von Biomasse ist ein Irrweg zur Energienutzung. Und das wird auch inzwischen weitgehend so gesehen. Und wir müssen dort eher auf die Resteverwertung gehen. Und auch deshalb, weil wir ja sonst unsere Naturschutzziele, die ja mit Extensivierung einhergehen müssen, schwer verfolgen können. Also ich glaube, bei den Erneuerbaren, es gibt da eine Spannung, die der Fragesteller, finde ich, richtig beschrieben hat. Aber es gibt keinen Widerspruch, sondern es kommt darauf an, das vernünftig zu planen und dann sind beide Ziele vereinbar, Naturschutz und Erneuerbare. Vielen Dank. Bleiben wir mal beim Thema Photovoltaik. Luise Clemens fragt, müssen wir nicht in Europa wieder eine Industrie aufbauen, die PV-Anlagen produziert, anstelle alles aus China zu kaufen? Tja, ja, wir hatten die PV-Industrie in Europa ist ja sehr viel in Deutschland gewesen und kaputt gemacht worden. Also sie ist kaputt gemacht worden, weil man die Kosten so schnell abgesenkt hat, nachdem man sie lange nicht schnell genug abgesenkt hat, hat man sie dann so schnell abgesenkt, dass die heimischen Hersteller keine Chance mehr hatten. Das lag übrigens nicht an den Lohnkosten, sondern die Lohnkosten spielen bei der Herstellung von PV-Zellen kaum eine Rolle. Das lag daran, dass China einfach vor allem auch mit öffentlichen Geldern
dort viel sehr, sehr stark reingegangen ist. Und jetzt ist unsere eigene PV-Produktion weitgehend weg. Ob wir die so schnell wiederkriegen, unklar. Gleichzeitig ist unsere Weltwirtschaft arbeitsteilig. Diese Zellen werden per Schiffe transportiert. Grundsätzlich glaube ich, wäre natürlich wünschenswert, wenn wir eine eigene PV-Produktion wieder hätten. Aber es muss sich halt auch wirtschaftlich darstellen lassen. Und die größten Vorteile, die China jetzt hat, sind natürlich enorm. Also ich kenne keinen konkreten Plan für den Wiederaufbau einer PV-Industrie. Noch nicht gesungen ist die Messe bei der Batterieproduktion, also für die Elektroautos und auch die Forschung an neuen Generationen von Batterien. Da, glaube ich, wird die nächste große Frage sein, ob es uns gelingt, da in Deutschland, da in Europa eben entsprechend mitzuspielen. Und das ist nach wie vor möglich. Ein Thema bei der Frage nach CO2-Besteuerung ist natürlich auch, wie ist das mit dem Außenhandel? Da fragt ein anonymer Zuschauer, wieso werden in Handelsverträgen, zum Beispiel mit Mercosur, nicht stärker die Produktionsbedingungen eingezogen, zum Beispiel Einfuhrstopps oder hohe Besteuerung von Produkten, die auf gerodetem Boden des Regenwaldes erzeugt werden? Ja, also absolut richtig. Wir Grünen wollen keine Handelsverträge, in denen es keine verbindlichen Umwelt- und Sozialstandards gibt. Mit Blick auf Mercosur ist es allerdings nicht so sinnvoll, wenn man sagt, und das gleiche, die gleiche Debatte gibt es auch bei Palmöl mit Blick auf Indonesien, und zu sagen, diese Flasche Öl oder dieses Fass Öl wurde nachhaltig produziert, wenn dann es aber insgesamt keinen Schutz des Waldes gibt. Weil sonst führt man einfach nur den, Anführungszeichen, grünen Anteil des Importprodukts ein, hat ein gutes Umweltgewissen, und andere im Weltmarkt kaufen dann den Rest aus der Raubbauproduktion. Also das heißt, worum es eigentlich geht, ist, dass Länder, die, wo Wälder nicht nachhaltig bewirtschaftet werden, das heißt also, wo der Schutz der Waldfläche gegeben ist, aus diesen Ländern darf man keine flächenintensiven Produkte einführen, wenn man nicht Teil des Problems sein will. So, warum machen wir das nicht? Weil es eben leider viele gibt, für die sind Handelsverträge einfach nur Instrumente von Wirtschaftsförderung, unabhängig von sozial-ökologischen Zielen. Und in diese Handelsverträge gehören sozial-ökologische Ziele, genau wie verbindlicher Klimaschutz, hinein. Das ist der Grund, warum wir auch gegen den Mercosur-Vertrag sind, weil solange Herr Bolsonaro in Brasilien regiert, wird es keinen Schutz des Regenwaldes geben. Das hat er immer wieder ganz klar gesagt. Und wenn man dann den Außenhandel in dem Bereich verstärkt, so nach dem Motto, wir importieren mehr landwirtschaftliche Produkte aus Brasilien, Brasilien kauft deutsche Autos, dann ist das ökologisch eine Lose-Lose-Situation. Relativ umweltschädliche Autos gegen garantiert umweltschädliche Agrarprodukte. Das kann nicht sinnvoll sein, und das wollen wir auch nicht als Grüne. Und wir haben das im Europaparlament, wir haben diese Verträge jeweils abgelehnt, weil sie eben diese sozial-ökologischen Standards nicht haben. Zumindest nicht verbindlich. Franco Pezzolla fragt daran anschließend oder sagt zunächst einmal, dass das CO2-Budget in seinen Augen eine Augenwischerei sei, da energieintensive Produktion ins nicht-europäische Ausland outgesourced worden ist. Und fragt dann, oder gehen importierte Halbwaren, die in Europa nur noch das Label aufgeklebt bekommen, auch mit einem gewissen Anteil in das europäische CO2-Budget ein? Die Kritik ist berechtigt, allerdings würde ich nicht gleich solche scharfen Worte verwenden wie Augenwischerei. Also ich würde sagen, es sagt natürlich was aus, weil der größte Teil dessen, da gibt es auch viele Studien zu, zum Beispiel vom Wuppertal-Institut, der größte Teil des CO2s, das wir emittieren, steckt nicht in den Produkten, sondern das verbrauchen wir wirklich durch unsere normalen Aktivitäten, und die werden auch richtig bemessen. Ja, aber es gibt dieses Problem der versteckten Emissionen,
die in dem ökologischen Rucksack der Probleme stecken. Aber das ist nicht der überwiegende Teil. Also wenn man guckt, woher kommt eigentlich der größte Teil des CO2s, dann ist das die Energiewirtschaft, der Verkehr. Ich habe hier immer meine Grafik hier vor Augen. Und dann Landwirtschaft und die Hauswärme. Und in unseren CO2-Emissionen in Deutschland, 22% sind Industrie. Deutschland ist ein Industrieland und daher haben wir eben auch ziemlich viel CO2 in unserer Rechnung, die eigentlich für den Export ist. Also gerade in Deutschland stimmt dieses Argument weniger stark, weil wir halt auch CO2-Budget in unserer Rechnung drin haben, die eigentlich aus unserem Exportüberschuss kommt. Aber trotzdem gibt es dieses Problem. Und deshalb ist auch so entscheidend, wenn wir das Klimaproblem lösen wollen, dann müssen alle Länder ihre CO2-Reduktion machen. Und dann verschwindet auch dieses beschriebene Problem. Ein weiterer anonymer Zuschauer fragt dazu eine Frage zum Außenhandel. Welche Konzepte, also Steuern oder Ähnliches, gibt es, um einen fairen Wettbewerb mit anderen Staaten, die nicht so stark Klimaschutz betreiben, zu gewährleisten? Und gibt es da mit den USA seit Präsident Biden konkrete Maßnahmen oder konkrete Ideen für konkrete Maßnahmen? So rum. Also im Green Deal gibt es eben diese Planung, die CO2-Preise deutlich zu erhöhen und dann aber einen europäischen Grenzausgleichsmechanismus zu machen, der genau das macht, was der Fragesteller sagt. Das heißt, dass Importprodukte, die aus Regionen kommen, die keine effektive CO2-Bepreisung haben, dass die dann mit einem CO2-Ausgleichspreis versehen werden. Das Problem an der Sache ist nur, dass Herr Kerry war ja nun da und hat schon mal wissen lassen, dass die Amerikaner das nicht wollen. Und China hat es auch öffentlich gesagt, dass sie es nicht wollen. So, dann muss man eben im Rahmen der internationalen Klimaschutzverhandlungen, die jetzt ja wieder eine neue Chance haben, durch die Abwahl von Trump, darüber reden, wie dieses Problem gelöst werden soll. Aber gerade die Amerikaner haben ja das gleiche Grundinteresse. Aber diese konkrete Grenzausgleichsmechanismus wollen sie nicht. Was ihre Alternative ist, finde ich klar, aber Europa ist grundsätzlich entschlossen, diesen Grenzausgleichsmechanismus auch einzuführen. Vielen Dank. Sebastian Seyer fragt, was kann die EU tun, damit nicht nur Industrienationen, sondern auch Länder des globalen Südens bis 2050 Klimaneutralität erreichen? Ja, ich glaube, das Zentrale ist Technologietransfer. Also wenn die Länder ihre Ressourcen, die sie ja haben, also zum Beispiel Kohle, gibt es in sehr vielen, auch ärmeren Staaten der Welt in großer Menge. Wenn die Länder diese Kohle anfangen abzubaggern und so zu nutzen, wie wir das mit unserer Kohle gemacht haben, dann können wir den Klimaschutz nicht garantieren. Das Gleiche gilt auch für Öl- und Gasvorkommen. Es gibt davon einfach, gerade wenn man auch die unkonventionellen Formen, die man dann durch Fracking und Ähnliches freisetzt, dazu rechnet, es gibt zu viel. Und deshalb brauchen die armen Länder einen kostengünstigen Zugang zu den nachhaltigen Technologien. Und nur wenn wir das machen, gibt es eine Chance, das Klimaproblem zu lösen. Daher kann es uns auch überhaupt nicht egal sein, was andere Staaten über Klimapolitiken denken, weil am Ende brauchen wir eine globale Bereitschaft dazu. Wolfgang Sorges hat in meinen Augen noch eine interessante Frage gestellt. Er referenziert auf Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum und er schreibt, dieser, also Herr Schwab, singt mit Der große Umbruch das Lied einer umweltgerechten, schönen neuen Welt zu schaffen. Klaus Schwabe singt mit Der große Umbruch das Lied einer umweltgerechten, schönen neuen Welt und sieht da wohl die Pandemie als eine Chance für. Vorstellbar ist diese naturorientierte neue Welt nur durch zusätzliche Kontrollen der Konsumenten und neuer Machtverhältnisse. Sind die aktuellen Kontrollmaßnahmen der Corona-Pandemie, die Schwab selbst ja als einmalige Chance begreift, nicht die Vorboten dieser neuen Weltordnung?
Also ich würde es mal anders zusammenfassen. Haben wir vielleicht oder sehen wir vielleicht in der Corona-Pandemie Maßnahmen und Ideen und Ansätze, wie man auch mit der Klimakrise umgehen könnte? Also diese These ist ja sehr viel schon verfolgt worden. So nach dem Motto, schaut auf die Corona-Krise, wie stark dort Staaten bereit sind, auch Machtinstrumente zu nutzen, um Verhaltensveränderungen zu erreichen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man davon für den Klimaschutz sehr wenig lernen kann. Weil es einfach ein Unterschied ist, ob Menschen von akut vom Tod bedroht sind oder ob wir die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und dadurch dann natürlich massenhaft Flucht und Tod und so weiter erzeugt. Die Bereitschaft, weitreichende Veränderungen und Einschränkungen vorzunehmen, die ist eben sehr unterschiedlich, ob ich eine Pandemie habe oder eine globale Klimakrise. Ich glaube, die Logik ist bei der Klimakrise, die wir entfachen müssen, ist anders. Die ist nicht die Logik eines Staates, der über Appelle und Zwangsmittel dafür sorgt, dass Menschen sich anders verhalten, sondern wir müssen eine Hoffnungsgeschichte erzählen. Wir müssen sagen, wenn wir in den Klimaschutz investieren, dann wird unsere Wirtschaft davon gewinnen. Wir werden unabhängiger von Öl- und Gasimporten. Wir haben die Chance, mehr dezentrale Wirtschaft zu erzeugen. Da können alle mitmachen. Das kann eine Klimabürgerbewegung, nicht nur im Sinne von politischen Demonstrationen, sondern einer Veränderung der Art, wie wir wirtschaften und konsumieren, entfalten. Also das muss eben nicht ein ordnungsrechtlich, staatlich oktroyiertes Ding sein, sondern dass die Gesetze, die wir machen, die brauchen wir. Aber die brauchen wir, um diese Umbaubewegung, bei der die Leute und die Wirtschaft mitmachen, zu befeuern. Also ich glaube, es ist geradezu so, dass der Grundgeist, was wir für den Klimaschutz brauchen, genau das Gegenteil ist von dem, was wir bei Corona brauchen. Also eine Hoffnungsgeschichte, eine Geschichte, wie wir es gemeinsam besser machen können, statt eine Vorstellung von einem Ordnungsstaat, der uns dazu zwingt, dass diese Pandemie uns nicht alle umbringt. Ja? Also das ist ein wirklich anderer Code. Und deshalb halte ich von diesem Vergleich ganz, ganz wenig. Vielen Dank. Ein anonymer Zuschauer stellt die Frage, wie ist denn der europäische Green Deal und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu werten, wenn der IPCC, das ist der Weltklimarat, im Bericht 2018 schon sagt, dass unser CO2-Budget bei derzeitigen Emissionen in 8 Jahren aufgebraucht ist? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe das ja am Anfang auch gesagt. Die bisherige Ambition des Green Deals reicht nicht aus, um auf 1,5-Grad-Ziel zu kommen. Also 2050 klimaneutral, das ist viel zu spät. Es ist natürlich auch möglich, schneller klimaneutral zu werden. Und um in unserem Budgetansatz zu bleiben, brauchen wir bis 2030 eher -60 bis -65% und nicht, wie jetzt beschlossen, 52,8. Und das ist der Grund, diese Ambitionen hochzuhalten, warum wir diese Petition gestartet haben, rettet den Green Deal, die eben dafür sorgen soll, dass die Ambition so hoch ist, wie es eigentlich die Klimawissenschaft verlangt. Sie sind gerade lautlos, Herr Giegold. Der Host hat mich stumm geschaltet. Das war nicht ich selbst. Okay. Das könnte höhere ich Mächte sagen. In der Bischofsakademie habe ich da im Verdacht. Bitte entschuldigen Sie, das passiert, wenn man sich ein bisschen alles verklickt. Gut. So, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit und wir haben noch eine ganze Menge Fragen. Ich würde einerseits dazu tendieren zu sagen, dass die Fragen, die wir heute nicht beantworten können, Sie sicherlich an das Europe Direct Büro per E-Mail schreiben können. Das ist Europe Direct
mail.aachen.de, wenn ich mich nicht irre. Und wir können die dann weiterleiten an den Herrn Giegold. Ich würde noch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit zwei oder drei Fragen weitergeben und würde gerne anfangen mit einer Frage, die wir ganz zu Anfang schon bekommen haben, von Herrn Einsmann noch einmal. Da fasse ich auch wieder zwei Fragen zusammen. Er fragt einmal, welche Ihrer Versprechen hat Ursula von der Leyen denn im Hinblick auf den Green New Deal wirklich gehalten und bisher eingelöst? Und wie grün ist denn der Deal noch, der jetzt zustande gekommen ist? Naja, also ich habe in den meisten Sektorgesetzen haben wir noch keinen Reality-Check. Also das heißt, wir wissen noch nicht, wie viel Versprechen sie eingehalten hat. Sondern das erweist sich erst, wenn jetzt die einzelnen Sektorgesetze von der EU-Kommission vorgeschlagen werden. Daher, bei der Landwirtschaftspolitik hat sie nie große Versprechen gemacht. Das haben wir damals auch sehr scharf kritisiert. Das war auch einer der Gründe, warum wir Frau von der Leyen nicht gewählt haben, weil sie von vornherein gesagt hat, also bei der Agrarpolitik macht sie nichts. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, bei der Wahl haben wir auch gerade damit geworben, dass wir die Agrarpolitik ändern wollen. Und dazu war sie nicht bereit. Und das Zweite ist, bei den Klimazielen war es nicht die EU-Kommission, die die Versprechen nicht eingehalten hat, sondern es waren die Mitgliedstaaten. Überhaupt ist mein Eindruck, dass die Kommission insgesamt durchaus gewillt ist, ambitioniert zu sein. Aber die aus den großen Mitgliedstaaten kommen immer wieder stark bremsende Signale. Und das gilt gerade auch für Deutschland. Und ich habe auch die Hoffnung, dass Frau von der Leyen noch motivierter ist, sobald sie aus Berlin andere Anrufe bekommt. Ein anonymer Zuschauer möchte noch mal gern auf die genossenschaftlichen kleinen Betreiber und auf die Bürgermodelle eingehen und fragt, wie kann die gesamte Politik kurzfristig weniger Behinderungen für die genannten Gruppen schaffen, sodass diese in der Lage sind, lokale, umweltfreundliche Solar- und Windenergienutzung zu ermöglichen für den kleinen Mann, die kleine Frau, das halt unkompliziert und transparent zu gestalten? Ja, also ich denke, es gibt ja mehrere Sachen. Also beim Mieterstrom ist das Grundproblem, dass man einfach sehr schnell in die Steuerpflicht kommt und zum Stromverkäufer wird, statt zum gemeinschaftlichen Nutzer. Und das könnte man privilegieren, indem man eben hier unnötige Abgaben vermeidet. Das Zweite ist beim dezentralen Ausbau, gut, im Bereich der Windenergie haben wir vor allem ein Problem mit den Genehmigungsverfahren und auch den Klageprozessen. Hier geht es darum, dass wir zwar nach wie vor natürlich die Kontrolle durch die Gerichte brauchen, das gehört auch zu jedem Rechtsstaat, aber die Verfahrenswege, die müssen beschleunigt werden und kann schneller gehen. Und wir haben auch hier eine Spannung mit dem Artenschutz. Also gerade wenn bestimmte sensible Vogelarten dort in der Nähe sind, dann reicht es schon, wenn in der Nähe der Windanlage diese Tiere horsten. Und wir betrachten beim Schutz immer jedes einzelne Brutpaar. Man könnte auch sagen, wir betrachten in einer Region, ob der Bestand mindestens stabil ist. Also das heißt, dass man weniger darauf schaut, ist da jetzt in der Nähe ab und zu mal ein Rotmilan gesichtet worden? Und wenn das der Fall ist, dann ist das ein Tabu. Oder sagt man, wir betrachten in einer bestimmten Region, ist der Bestand des Rotmilans stabil? Und wenn das der Fall ist, dann ist da Potenzial für Wind. Und wenn aber die sensiblen Arten rückläufig sind und wir da unserer Verantwortung des Arterhalts nicht gerecht werden, dann ist da eben eine Grenze für den Ausbau. Also da könnte man die Art, wie man mit dem Naturschutz umgeht, verändern. Dann an weiteren Hemmnissen haben wir natürlich, das habe ich auch gerade selber erlebt, man will eine Solaranlage bauen und bekommt monatelang keine Auskunft, ob man die überhaupt bauen darf oder nicht, weil der Netzbetreiber sagt, ich sag's dir nicht. Ja, und also das habe ich mir gemerkt und das fand ich so frech,
ich will jetzt kein Unternehmen mir in die Pfanne hauen, aber das geht einfach nicht. Also der Netzbetreiber muss in kürzester Zeit jedem, der da investieren will, sagen, ob und gegebenenfalls zu welchem Preis Anschlüsse hergestellt werden können oder wie viel Solar oder andere Energieform man an eine bestimmte Leitung einfach anschließen kann. Und dann gibt es natürlich wieder beim Eigenstrom, könnte man auch deutlich unbürokratischer sein und eben dort die sogenannten Prosumer, also die Konsumenten, die gleichzeitig Produzenten sind, denen einfach unnötige Berechnungen, Zählereien weiter vom Halse halten, sodass es attraktiver wird, dezentral zu investieren. Und ich glaube, dass das würden dann auch Bürgerinnen und Bürger, wenn mehr Bürgerinnen und Bürger selber zu Produzentinnen und Produzenten werden, dann sind das auch politische Unterstützer des Wandels, die wir eigentlich brauchen. So, für weitere Vorschläge bin ich sehr offen. Gerne auch an Europe direkt. Ich würde gerne dann hier schließen mit der Frage, was Sie noch erwarten von den, beziehungsweise mit den beiden Fragen von einmal von Jonas, was erwarten Sie von den Klimaverhandlungen in dieser Woche? Und von Volker Siller, der fragt, ob es noch eine Möglichkeit gibt, den jetzt getroffenen Beschluss rückgängig zu machen. Also der jetzt getroffene Beschluss, der wird so sehr wahrscheinlich jetzt eine Mehrheit finden. Aber Klimaziele kann man immer verschärfen, auch europäische Klimaziele. Und wenn wir ernsthaft globalen Klimaschutz wollen, dann wird Europa mehr leisten müssen als das, was jetzt beschlossen worden ist. Und natürlich kann man das nachschärfen. Das Zweite ist, ich hoffe schon, dass dieses Treffen, zu dem ja die USA eingeladen haben, dass das dazu führen wird, dass die größten Wirtschaftsmächte der Welt gemeinsam sich zumindest mal dafür bekennen, wieder ernsthaft Klimaschutz zu betreiben und den Pariser Klimavertrag mit so viel Leben zu erfüllen, dass auch der Rest der Welt mitmachen wird. Und man darf da nicht naiv sein. Also China verfolgt eine recht aggressive Industriepolitik und bisher auch keinen konsequenten Klimaschutz, aber wir werden die Zusammenarbeit mit China und den USA und mit dem Rest der Welt suchen müssen. Und man kann da nicht nur mit denen zusammenarbeiten, mit denen man sonst in allen Fragen einer Meinung ist, weil wir brauchen hier globales Zusammentun. Herr Giegold, ich bedanke mich sehr für den informativen und sehr interaktiven Abend. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern fürs lange Durchhalten und für die vielen sehr interessanten Fragen und würde an dieser Stelle gerne nochmal abgeben an Herrn Steinkewitz und Herr Brömmel. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie deutlich gemacht haben, wie wichtig ambitionierte Klimaziele sind und dass es auch Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene dazu braucht. Regelungen werden ja von den Menschen, und Sie sagten es ja im Kontext der Corona-Krise, sagten Sie, da werden Regelungen als Einschränkungen erlebt. Aber ich fand diesen Perspektivwechsel für mich interessant, dass Sie sagten, Regelungen können auch einen Mehrwert darstellen im Sinne von Lebensqualität sichern, Zukunftsfähigkeit sichern. Das ist, finde ich, eine sehr wertvolle Perspektive, die man vielleicht auch mitnehmen kann und nicht nur Regeln als Restriktionen, sondern auch als nützlich und wertvoll erkennen kann. Ja, herzlichen Dank Ihnen für Ihre Bereitschaft, heute Abend Rede und Antwort zu stehen. Danke an Eva Unkels für die Moderation. Danke auch an Winfried Brömmels, ja, Brömmel, für die Arbeit im Hintergrund mit der Technik, dass wir das sehr gut heute in Teamarbeit machen konnten. Er hat wirklich viel Überblicksarbeit dazu leisten. An Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und rege Teilnahme. Also die Fragefrequenz war für uns total wertvoll. Wir brauchten nicht selber einzuspringen und aus unserer Perspektive Fragen in die Diskussion zu bringen. Diskutieren Sie weiter das Thema. Ich meine, diskutieren heißt, hören Sie genau hin, stellen Sie Fragen, beantworten Sie Fragen, dann werden Positionen erkennbar. Vermehren Sie auf diese Weise Ihre Einsichten und Ansichten. Ich gebe aber Winfried gerne nochmal das letzte Wort für heute Abend.
Ja, vielen Dank, Martin, und vielen Dank auch an Sven Giegold und Eva Unkels, auch von meiner Seite. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Eine gute Veranstaltung, vielleicht interessiert es auch einige. Wir hatten teilweise knapp an die 80 Leute, die zugeschaltet waren. Das ist super gut, da bin ich sehr zufrieden. Und ich kann sie nur ermuntern, diskutieren natürlich. Und sowohl die Bischöfliche Akademie als auch Europe Direct bietet immer wieder gesellschaftspolitische Themen an, ähnlicher Art. Also schauen Sie in die Programme rein, bleiben Sie einfach am Ball. Und ja, für heute Abend wünsche ich Ihnen dann einen schönen Feierabend sozusagen. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, Herr Giegold, Ihnen auch alles Gute. Und wenn Fragen reinkommen über die E-Mail europedirect@mail.aachen.de, was auch im Chat steht, dann leiten wir das gerne gesammelt weiter an Herrn Giegold. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an alle.